Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch das Digibook von Mario Bavas Planet der Vampire vorstellen. Dieses wurde am 26.01.2023 von Plain On Pictures veröffentlicht und ist die 7. Veröffentlichung der Mario Bava Collection. Wie bei dieser Collection üblich haben wir ja wirklich ein wunderschön gezeichnetes bzw. gemaltes Frontmotiv. Hier aber erst einmal der Buchrücken und die Rückseite. Dort haben wir einige Szenenbilder, die Inhaltsangabe sowie die technischen Daten. Als Extras bekommen wir hier die italienische Langfassung und die internationale Schnittfassung, einen Audiokommentar von Tim Lukas sowie einen Audiokommentar von Stefan Jung und Pelle Felsch, den deutschen und englischen Trailer, Traders von Hell mit einem Kommentar von Joe Dante, die Dokumentation Planet Bava, ein Interview mit Mario Bavas Sohn Lomberto Bava, die Super 8 Fassung, eine Bildergalerie sowie seltenes Werbematerial. Dann werden wir das Ganze jetzt einmal aus seinem Schuber rausholen, beziehungsweise erstmal aus seiner Folienverpackung. Gott sei Dank, der FSK-Flatschen ist auf der Folie richtig drauf. Dann hier einmal der reine Schuber. Da haben wir auch immer noch ein paar Ausschnitte aus anderen Cover-Varianten der Mario Bava-Filme. Hier dann einmal auch nochmal die Rückseite aus der Nähe. Und hier das eigentliche Cover aus der Nähe. Dann auch einmal die Rückseite. Und einmal in seiner vollen Pracht dieses wirklich wunderschöne, tolle Covermotiv. Da auch nochmal die Rückseite in seiner ganzen Schönheit. Dann einmal das Innere. Da haben wir einmal die Ultra HD. Und die Blu-rays. Auf das Booklet gehen wir nachher ein. Und wir sehen ein wirklich komplett durchgehendes Motiv. Einfach nur toll. Hier dann nochmal die Rückseite. Da auch wirklich jedes Bild eine kleine Schönheit. Zurück mit den Scheiben. Und dann wollen wir jetzt uns einmal das Booklet etwas genauer betrachten. Dieses 24-seitige Booklet ist dann geschrieben von Leonard Elias Lemke. Hier dürfen wir einiges über die Entstehung des Films erfahren. Man verweist auch auf Filme wie Das Ding, aber natürlich auch auf Alien, wo sehr starke Parallelen zu finden sind. Ja, und der Text hat dann auch immer so kleine Unterbrechungen mit noch Fotos aus dem Film. Ja, sehr informativ und sehr schön gestaltet, auf jeden Fall.
Ja, und das Digibook ist auch sehr kräftig, also da brauchst du wirklich den Schuber für, dass es seine Form hält. Mario Bavas hypnotisch fesselnder Science-Fiction-Grusel überträgt das Grauen seiner gotischen Horrorwerke in den Weltraum. Mit viel Kunstnebel, geschickter Kameraführung und einer grandiosen Besetzung um Westernstar Barry Sullivan schuf Bava die Blaupause für Alien-Horror, die das Kino noch über Jahrzehnte prägen sollte. Nicht umsonst sind einige Parallelen zu Ridley Scott-Film Alien nicht zu übersehen. Für mich ist Bavas Planet der Vampire mit seinen Farben, Nebel und seiner Geschichte, gerade auch mit dem Ende, ein fantastischer Film, welcher auch heute noch mit aktuellen Produktionen konkurrieren kann. Aber kommen wir einmal zur Inhaltsangabe des Films. Ein mysteriöses Notsignal wird vom nebelüberfluteten Planeten Aura geschickt. Captain Mark McCarry vom Raumschiff Argos versucht den Ruf auf den Grund zu gehen. Als das Schiff dem fremden Planeten zu nahe kommt, wird es gewaltsam zu Boden gezogen. Die Crew entdeckt ein scheinbar verlassenes Schiff und vor dessen Eingang ein riesiges Skelett. Ein unheimliches Wesen aus einer fremden Welt erwartet die Crew und es hat nichts Gutes im Sinn. Und damit bedanke ich mich für euer Interesse. Lasst gerne ein Abo oder Like da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao!